Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4 Generations-Gameplay in der Staffel Reise nach Batuu. Und ja, ich bin gestern in der Folge ein bisschen eskaliert, ein bisschen ausgerastet. Ich mag es ja immer nicht so. Also, ach ja, ich erkläre es einfach gar nicht groß und wir machen einfach weiter. Ich habe dazu eine Umfrage gemacht und euch gefragt, ob ich die Folge trotzdem rausbringen soll. Der Großteil war dafür, dass ich die Folge trotzdem veröffentlichen soll. Einfach weil es natürlich für euch auch einen Unterhaltungsfaktor hat, wenn ihr mich dabei auslachen könnt, wie ich mich aufrege. Ja, aber EA, fix bitte diese Bugs. So. Ja. Wir feiern heute den Geburtstag von Ilja und Samu. Was ich noch sagen wollte, ich bin gerade durcheinander. Ich bin gerade immer noch so ein bisschen. Weil, ihr habt die Folge gestern gesehen, ich habe die aber vor 20 Minuten erst aufgenommen, habe jetzt aber ein bisschen was getrunken und bin jetzt ein bisschen gechillter jetzt wieder so und ja, ja. Wir feiern jetzt Geburtstag. Ich finde es immer so schön, meine Sims zu sehen. Das holt mich immer direkt ein bisschen runter. Ach, man kann sich aber auch so herrlich über diese Sims aufregen, ne? Also über Sims, das Spiel und die Bugs. Nein, Misha, du wolltest nicht weiter darüber reden. Ich habe die Feier schon gestartet. Murako ist schon unterwegs und ja, ich dachte, ich mache so Sims-Gruppen. Das hat nicht so toll funktioniert, weil ich wollte eine Männergruppe machen und eine Frauengruppe. Keanu hat schon zu viele und die beiden kann er jetzt persönlich fragen. Aber wenn ich jetzt hier sage, hier Sim hinzufügen, dann wird Keanu und Murako und so nicht aufgeführt. Das finde ich ein bisschen komisch und keine Ahnung warum. Bei den Frauen hat das besser geklappt, aber auch nicht so ideal, weil da fehlen natürlich auch noch ein paar Leute, wie zum Beispiel Kalia, die ich übrigens gerade nicht gefunden habe. Das Grundstück habe ich hier selber gebaut. Das habe ich ja in einem Speedbuild gebaut zu unserem 10.000 Abonnenten Special und ich liebe das Grundstück. Ich habe das extra so gemacht, dass die. Ja, dass die. Ich bin so durch den Wind gerade, es tut mir so leid. Dass die Kinder noch in Ruhe zur Schule gehen konnten und jetzt ist es halt so dunkel, dass man hier auch so Feuerwerk und so machen kann. Hier haben wir eine Entertainerin. Und das ist sogar Anja. Guck mal, Anja muss doch auch dazukommen. Okay, wir können sie gerade nicht fragen. Aber ich finde das super, dass Anja hier auch da ist, weil die konnte ich nämlich auch nicht einladen. So, du machst bitte unseren Kuchen. Wir brauchen nämlich Kuchen. Da ist Kalia. Guck mal, du kannst sie jetzt fragen, bestimmt. Gruppen. Gruppe einladen. Ah, sie hat auch schon die maximale Anzahl an Gruppen erreicht. Okay, das heißt, da muss ich nochmal ein bisschen aufräumen, dass wir die dann alle schön bequem beisammen haben. Was machst du denn hier? Von Makani beleidigt werden? Nö. Warum das denn? Hallo, ihr seid creepy, wenn ich hier so ja über den Zaun beobachtet. Ach, Ilja ist wie ihr Papa Murako, der spielt auch immer so liebend gerne mit diesem Hufeisen-Kram. Wollt ihr nicht reinkommen? Kommt mal her, ihr könnt alle spielen. Kommt mal her. Guck mal, Murako grillt was, das finde ich super. Du kannst hier einladen, kannst du mal Megan einladen. Diawal und Malio kannst du einladen, Makani kannst du einladen, Keanu. Samu, Nika, Kalia geht nicht mehr, okay. Aber dann laden wir die Leute alle ein. Das finde ich schön. Und du, kleine Maus, warum bist du traurig? Spielzeugkoller. Guck mal, du kannst hier rutschen und klettern. Was hältst du denn davon? Wir haben ja auch was für Kleinkinder. Hä? Was ist los? Ja, ich weiß, es ist ein später Geburtstag. Aber so bis Mitternacht bleiben die Kinder da und dann müssen sie langsam nach Hause und dann ist es nur noch eine Feier für Erwachsene. Weil Ilja und Samu werden volljährig. Das müssen wir so gut feiern, wie es geht. Und sie muss pinkeln. Ich finde das total toll. Sie werden quasi volljährig und dann müssen wir so ein bisschen die Sau rauslassen. Und ich finde das so schön, dass die Kinder das auch schon machen können. Vorsichtig. Schade, dass Luana nicht dabei ist. Oh, Megan, vorsichtig. Oh, Diawal! Oh, brich dir nicht die Knochen, Keanu. Du bist nicht mehr der Jüngste.
schade, dass Kian nicht hier ist. Da hättest du mit Kian spielen können, Süße. Hm? Hier liegen sogar Münzen drin, habt ihr das gesehen? So eine Art Wunschbrunnen. Und hier, den Baum kennt man ja auch aus dem Star Wars Pack. Da hat er ja auch so eine Legende. Und ich dachte mir, in so einer normalen irdischen Welt wäre das auch ganz cool, wenn da so Liebende so ihr Band drum binden. Und solange das Band hält, bedeutet das, dass die Liebe für die Ewigkeit ist. So dachte ich mir das ungefähr. Auch du spielst. Ich glaube, du bist einer, der halt wirklich einfach Flausen im Kopf hat. Deswegen möchtest du hier... Kannst du hier nicht... So, alle parkt rum. Spielen mit. Kannst du auch mit Nika spielen? Warum nicht? Kannst du da nichts reinwerfen? Schaum oder so? Schade, ich dachte, das geht. Guck mal, dann geh mal zu Nika. Oh, du hast keine Lust mehr. Arvini, okay. Okay, dann nicht. Guck mal, bestell dir mal was zu trinken. Getränk bestellen. Mach den mal hier zack und weg. Zack und weg. Vorsichtig. Können wir hier nicht noch so ein bisschen die Bahn gestalten? Beleuchtung einstellen. Partylichter. Wup, wup, wup. Wow, hier geht voll die Post ab. Ah, Kalina hat's geschafft und du hast Hunger. Hm? Willst du nicht runterrutschen? Traust du dich nicht? Mit dir Weiblaut. Und hier möchtest du mit Kalina vielleicht klettern? Und wir schauen mal, wie das hier ist mit Essen. Guck mal, wir haben hier sogar eine Geburtstagstorte. Murako, Hauptsache du hast was zu essen. Guck mal. Ruf mal zum Essen. Und ihr beiden Süßen könnt dann die Kerzen ausbusten. Hier, Samu, fängst du mal an, auch wenn du eigentlich der Jüngere bist, aber bei Zwillingen ist es mir eigentlich relativ egal, wer zuerst die Kerzen ausbustet. Schön, vielleicht kennst du ja dann auch irgendwann mal eine Kür fahren, Makani. Aber es wundert mich, dass du wieder zurück bist, aber Luana nicht. Dabei war doch Luana eigentlich eher so... Batu-Gegnerin, würde ich jetzt mal so sagen. Nika und Maleo sind sie eben gute Freunde geworden. Das ist ja toll. Guck mal, ihr trinkt was. Hallo, Diaval. Ich finde dich so cool. Kleiner Gentleman. Keanu kümmert sich um den Caterer. Das finde ich auch sehr schön. Kalia, du solltest dir nichts zu essen nehmen. Nein, ich will es nicht verpassen. Und pusten. Ja, pusten. Nein, ich will doch hier nicht, so. Muss das doch mitkriegen, wie mein stinkiges, kleines Baby seine Kerzen ausboostet. Yay, Samu! Samu ist älter geworden. Junger Erwachsener sein, lebenslange Verantwortung, sich steigernde Karrieren und weite Horizonte warten. Wer behauptet denn, die 20er seien kein Spaß? Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob er alle Merkmale gekriegt hat. Mist! Aber er ist vegetarisch, düster durch den Fluch und... ich dachte ja so, dass er so die Nymphen jagen möchte und sich einfach rächen möchte für den Fluch und dafür, dass die ihren Vater ermordet haben. Und deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass er nicht so viele andere Ziele im Leben hat. Das klingt total gemein, aber dieses, das wirklich sehr obsessiv ist, sehr auf seine Rache aus, dass ihm viele andere Sachen nicht mehr so wichtig sind. Also seine Familie natürlich, die ist ihm wichtiger als alles andere, aber direkt danach kommt halt seine Rache. Und das kann ich mir bei ihm halt sehr gut vorstellen. Ehrgeizig würde ich halt super gern machen, es wäre ja ehrgeizig, so das Ziel zu verfolgen, aber im Spiel ist ehrgeizig ja leider immer mit einem Beruf verbunden. Mag keine Kinder? Nö, Samu mag Kinder. Hm. Ich würde bei ihm vielleicht sogar nicht kokett nehmen. Weil er ja halt wirklich nicht so interessiert ist an Beziehungen und einfach sagt so, nee, ich brauche mein Blut hier. Das habe ich nicht gesagt.
Ja, ich mach mal nicht kokett. Wenn ihr das so ganz kacke findet, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben und dann dazu tippen, was für ein Merkmal ihr Samu geben wollen würdet. Und ist ja auch bitter, dass er jetzt große glückliche Familie hier hat. Aber er hat ja eine große glückliche Familie, so ist es ja nicht. Kann sich alles noch entwickeln. Kann sich ja alles noch entwickeln. Vielleicht gibt Samu ja seine Rache irgendwann auf. Oh, er sieht so gut aus. Oh. Nein! Deine Schwester hat noch nicht ausgeboostet. Murako, magst du für deine Tochter noch einen Kuchen backen? Das finde ich nämlich toll, weil dein Sohn hat sich direkt schon an der Torte vergriffen. Tanny Bray hat ein Geschenk geschickt. Tanny ist leider nicht hergekommen. Ich finde das toll. Alle hier so zusammen. Ich muss schon wieder ganz viele Screenshots machen. Es tut mir leid. Aber ich habe gemerkt, ich mache viel zu wenig Screenshots mittlerweile. Ach schön. Ein Geburtstag. Ein richtiger Geburtstag. So stelle ich mir Geburtstage vor. Einfach glücklich. Auch schön. Ilja, möchtest du dich auch zu den anderen kommen? Oh. Oh, Vacheli. Oh, du kommst da ja nie an. Oh Gott. Colina. Komm. Du schaffst das, kleine Maus. Du schaffst das, kleine Maus. Du bist noch super langsam. Du bist noch super langsam. Ab in die Windelbollern. Klar, warum nicht? Nee! Absetzen, lass sie essen. Lass sie essen. Hm? Lass sie essen. Los, der Kuchen muss fertig sein! Ja! Ach, Kacke, jetzt ist der Geburtstag schon vorbei. Nee, warte, 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 Geburtstagskerzen hinzufügen. Und Kerzen auspusten, solange alle noch da sind. Und ich möchte das nicht verpassen. Ich möchte das nicht verpassen. Und gehen alle schon nach Hause. Ich will das nicht. So, komm. Jetzt Kerzen auspusten. Komm, pusten. Keanu, dreh dich um. Komm, das schaffst du. Und pusten. Oh, ich bin so stolz auf meine Sims. Oh, das ist cool. Sie ist romantisch und er ist nicht kokett. Das finde ich schon sehr interessant. Ilja, wo sehe ich Ilja? Selbstsicher wäre noch cool. Das würde ganz gut zu ihr passen. Und muss sie auch sein als Teenager-Mama. Was kann ich mir noch bei ihr gut vorstellen? Schwierig. Tollpatschig fände ich irgendwie süß. Aber lieber nicht. Gut. Ne, gut hatte Kalani. Das wäre natürlich schön. Sprunghaft, gemein, Einzelgänger. Ne, ich glaube selbstsicher möchte ich ihr geben. Wie gesagt, ihr könnt gerne wieder sagen, wenn ihr das ganz kacke findet, könnt ihr auch ein anderes Merkmal vorschlagen. Aber dann würde ich das so erstmal lassen. Hallo, Süße. Oh, wir sind so erwachsen. Guck mal, dann können wir hier noch... Ach, du hast hier gespielt. Okay. Guck mal, kommt ja. Hier, du kannst mal bitte gehen. Du gehst mal dahin. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. Wobei, nee, geh mal hier hin. So. Ich möchte nämlich Feuerwerk. Oh nein, jetzt ist alles ganz dunkel. Zünde das mal bitte. Du zündest das. Und du zündest das. Und ich bringe mich in Position, damit wir hier ein richtig schönes Feuerwerk sehen. Yay! Ach toll. Also ich fand den Geburtstag schön. Und es hat endlich mal wieder geklappt in der Folge, dass ich mich nicht aufregen musste. Das ist so toll. Und wie sie auch gucken und wie er stinkt. Herrlich. Schade, dass die anderen schon nach Hause gegangen sind. Ah!
Jetzt so richtig, wo die Sonne aufgeht. Wo geht denn die Sonne auf? Okay, noch ist es sehr wolkig. Ohne Aussicht auf Fleischbällchen. Oh, ich freue mich so. Könnt ihr jetzt noch ewig zusehen, ne? Wollte ich hier vielleicht noch ein bisschen fahren? Hier befahren. 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 Und Murako glaube ich nicht. Der ist halt auch schon wirklich sehr müde. Hm? Guck mal. Geh mal nach Hause. Für dich ist schon spät. Ich will mal Leo eigentlich auch. Mal Leo? Gehst du mit Papa nach Hause? Mal Leo? Ja, guck mal, ganz müde. Ja, die beiden müssen nicht mehr zur Schule. Die können hier noch ein bisschen so feiern, so unter Zwillingen. Dann lassen wir ihn natürlich auch altern, dass er auch ein junger Erwachsener ist, damit das halt auch passt. Ich finde es so schade, dass er sich bisher noch gar nicht... Oh, Ilja, vorsichtig! Noch gar nicht bei Ilja gemeldet hat. Hm? Ja, du stinkst. Ja, du stinkst, ich weiß. Stimmt, wir haben hier auch Duschen platziert. Na Gott sei Dank. Ich find's cool, dann können wir Samu jetzt so diese Karate-Maschine kaufen. Man kann sich so auf seine Rache vorbereiten und trainieren und das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Mein Junge muss bald in die Schule. Ilja ist froh, wenn sie sich um Kalina kümmern kann. Auch Murako, ab nach Hause. Und ich glaube, mit ihmchen hier fahren wir ins Fitnessstudio. Ich lasse ihn nur mal eben zu Ende duschen. Weil sonst mäkelt er gleich wieder rum nach dem Motto, ah, ich stinke und das Klo darfst du benutzen. Und dann düsen wir aber rüber ins Fitnessstudio, weil das habe ich vor Ewigkeiten gebaut und wir haben es noch nicht einmal benutzt. Und ich höre gerade, Habi ist von der DB zurück. Hallo, Habi. Ja, die musste heute länger arbeiten. Guck mal, hier ist das Fitspa, Fitness und Spa. Wir waren mit der Familie wirklich noch nicht einmal da. Und das ist jetzt die perfekte Gelegenheit dafür. Guck mal, wir können William mitnehmen. Und wir können Makani mitnehmen. Dem schadet das auch nicht, wenn er so ein bisschen mehr Muckis kriegt, ne? So gerade so für das Lichtschwert, für die Fähigkeit, ist das gar nicht mehr so verkehrt. Es ist ja nur leider keine eigene Fähigkeit, der Lichtschwertkampfsport, sondern ja, geht ja Hand in Hand mit der Fitnessfähigkeit. Was ein bisschen doof ist. Hallo! Hallo! Guck mal, lass uns trainieren. Wir können hier schwimmen gehen. Wir können... Oh, genau, hier unten ist der Wellnessbereich. Und hier sind die Laufbänder und hier ist auch nochmal so ein bisschen Wellness. Oh, du kommst mir bekannt vor. Nee, ich kenne dich doch nicht. Okay. Ach, warum das hier auch wieder so abgedunkelt ist. Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht, aber... Das ist kein Problem. Guck mal, das ist doch perfekt. Zusammen boxen. Wobei, dann nehmen wir lieber das. Mit Poppy plaudern. Was ist denn Poppy bitte für ein süßer Name? Oh, du möchtest lieber laufen? Möchtest du Ausdauer trainieren, Makani? Hui, sie sieht aus, als würde sie nach Foxbury gehen. Ist das Anja? Anja, hi! Ich wusste gar nicht, dass du trainierst. Ui, die hat eine Gesichtsmaske auf. Keanu, willst du nicht auch mit trainieren? Hä? Noch bist du jung und knackig, noch kannst du das verkraften. Hier, Aktion. Runde bilden. Komm. Zusammen boxen hier. Wir wollen jetzt... Okay, dann boxen wir hier. Zusammen boxen. Wir boxen jetzt alle zusammen. Komm, Samu. Ich finde das so schön. Die Brüder machen mal wieder was zusammen. Ich weiß auch noch nicht, was wir dann mit Makani und Luana machen, wenn die mit Batu fertig sind, weil...
Sollen die dann wieder nach Evergreen Harbor ziehen? Oder sollen die dann in eine völlig neue Stadt ziehen? Oder zurück nach Sulani? Könnt ihr ja gerne mal schreiben, wenn ihr da Ideen habt. Ich finde das cool. Bereite dich auf deinen Kampf vor. Ha! Und rechts und links und rechts und links. Rechts und links. Rechts und links. Kaum zu fassen, dass er schon ein junger Erwachsener ist. Das ist so krass. Weil ich glaube, er möchte sich auch einfach nie wieder so schwach fühlen, wie damals in dem Kampf mit den Nymphen, wo er sich und seinen Vater nicht wirklich verteidigen konnte. Und deswegen möchte er einfach an Kraft dazu gewinnen. Weil er möchte sich den Nymphen dann auch stellen. Und das natürlich siegreich. Und so siegreich sieht das noch nicht aus. Das Samu. Oh, schon besser. Oh. Buff, buff, buff. Nochmal. Ah, nochmal. Ach, Samu, ich mag dich. Oh, William, warum bist du denn so traurig? Okay, dann geh halt weg. Der ist jetzt nicht wirklich hier. Der ist jetzt nicht wirklich hier. Nee, das ist ein schöner Geburtstag. Das ist ein schöner Geburtstag. Wir tun so, als hätte Samu ihn nicht gesehen. Als hätte Samu ihn nicht gesehen. Er kann sich jetzt ein bisschen erholen. Er geht jetzt ein Nickerchen machen. Warum gehst du denn ein Nickerchen machen? Oh, kannst du an die Kletterwand gehen? Herausforderung, Dauerklettern. Okay, das kannst du nicht. Klettern. Sanfte, vertikale Steigung. Ja. Geh mal an deine Grenzen. Oh, und Makani sitzt hier. Oh. Oh, Makani ist so ein Süßer. Ich liebe ihn. Mal gucken, wie sieht das aus? Habe ich so selten benutzt, diese Kletterwand. Dass es sich jetzt so darauf vorbereitet, so auf Sulani, so diese Felswände zu erklettern. Also nicht diese mit den Plastiknupsis dran, sondern halt wirklich diese Felsen. Und auch in den Höhlen, dass er da so erforschen kann und klettern kann. Und einfach für jede Situation gewappnet ist, wie so ein kleiner Indiana Jones. Ich habe immer Angst, dass er irgendwie seine Füße hier unten einklemmt, aber das geht ja zum Glück nicht. Hier ist das Kino, was ich gebaut habe. Ich kann auch gerne mal schreiben, was wir noch bauen sollen, weil hier ist ja noch ein Grundstück und hier ist noch ein Grundstück. Und das ist ja so die Gemeinschaftsgrundstücksmeile, wenn ihr wisst, was ich meine. Ah, das hat sich sogar gereimt. Ich bin so witzig. Ja, Autos hätte ich auch gerne im Spiel. Haben wir leider nicht. Haben wir Pech gehabt. Du machst das so toll. Kann man hier oben nicht irgendwas machen? Komm, dann kannst du dich hier ein bisschen entspannen. Zusammen reinsteigen. Warum nicht? Wer ist das? Das ist Niki. Hi, ist das nicht Titus? 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 Möchte ich dich? Achso, du willst Geschirr. Okay. Meine ganzen Tassen. Dankeschön. Ich bin auch gleich fertig. Das ist doch Titus, oder? Ja, du solltest doch noch ein Date mit Luana haben. Guck mal, lass uns mal freundlich vorstellen. Chibosha, Bosha, Bosha. Kannst du dich hier reinsteigen, sondern dich einfach mal massieren lassen. Eine Sportmassage erhalten. Dann kriegst du vielleicht keinen Muskelkater. Oh. Baby, ich will dich auffangen. Ich will dich auffangen, wenn du solche Geräusche machst, okay? Oh, nö, kannst du... Hat er jetzt Feierabend, oder wie? Ist die auch hier? Und... Kalia ist hier. Hi.
Hauptsache zwei von den Nymphen sind hier. Hallo, Hübsche. Hm? Übertreib dich mit dem Sport, du bist schon so arg dünn. Oh, das sah schon sehr geschickt aus. Ja, und dann kannst du nach Hause und dann geht's ins Bett. Hm? Familie Leo kommt auch bald aus der Schule. Und dann ist Papa Murako bestimmt auch froh, wenn du ihm dann zu Hause ein bisschen hilfst. Oh, was habe ich gesagt? Lileo. Lileo? Oh Gott, ich meine Malio. Ich komme scheinbar mit den Namen echt durcheinander. Ich mag das Kino. Themensprung. Hey. Hallo, kannst du mich bitte massieren? Ich weiß, dass du was von meiner Schwester willst, aber ich will jetzt was von dir, und zwar, dass du mir meinen Rücken durchknetest. Das wäre toll. Okay. Dafür legst du aber bei deiner Schwester ein gutes Wort für mich ein, oder? Ja, na sicher. Bin bereit. Ich mache ja schon. Jetzt habe ich diesen Plumbob-Bubble da drauf. Hier dann, Ilja hierher bringen. Und dann kann ich auf Ilja und, ja, du kannst mal Bibi machen und... Nee, kannst du nicht. Okay, ist egal. Ich will einfach nur den Plumbob nicht, im Weg haben. Ich möchte davon Screenshots haben, wie... Au! Wie Samu sich verwöhnen lässt. Nach Verwöhnen sieht das jetzt eher nicht so aus. Das sieht ein bisschen eher nach Schmerzen aus. Ach Samu, stell dich nicht so an. Ha? Wie er schielt. Ach Gott, schön. Jetzt provozierst du mich, oder? Sie flirtet mit dem Typen. Sie hat ja den Fluch auf unsere Familie Riley ausgesprochen. Oh mein Gott, und Samu wird einfach quasi ins Koma massiert. Der kriegt das nicht mit, was neben ihm passiert. Ich weiß, super realistische Gegebenheiten. ja. Okay, vielleicht sollten wir dann auch langsam nach Hause. Ja, du kannst wieder nach Hause gehen. Hast du dich bei ihm vorgestellt? Ja. Ja, jetzt dich super freundlich vorgestellt, aber du kannst jetzt auch nach Hause gehen. Hm? Ach nee, wer ist denn hier? Cindy Ella, hallo. Und da habe ich Makani gerade nochmal gesehen. Du warst immer noch da? Ich dachte, du warst wieder zu Hause. Okay, jetzt ist er nach Hause gegangen. Alle gehen jetzt nach Hause. Okay, der Riley geht, dann gehe ich jetzt auch. Und das war's schon wieder. Ich fand das tatsächlich eine sehr, sehr schöne Folge, gerade so im Vergleich zu der Folge gestern. Und ja, die ersten zwei Sims unserer dritten Generation sind jetzt junge Erwachsene. Und ich finde es sehr cool, dass wir auch mal was mit Samu alleine unternommen haben, weil so in seiner Kindheit, seiner Jugend, sag ich mal, er ist jetzt ja noch nicht alt, er ist ja jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre alt, aber da ist er halt immer so ein bisschen untergegangen, weil Ilja halt so ihre Love Story hatte und Luana und Makani haben wir sehr schnell für das nachhaltige Leben-Pack vorbereitet und Samu ist halt immer so ein bisschen untergegangen. Und deswegen finde ich schön, wenn wir da jetzt so ein bisschen mehr Geschichte mit reinbringen. Und ja, Ideen sind wie immer sehr herzlich willkommen und ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und über ein Abo, wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt. Schaut doch unbedingt gerne mal in die Videobeschreibung. Da habe ich nämlich auch meine EA-ID reingepackt. So ein paar Fragen beantwortet im Google-Dokument. Und ja, da werden einfach ganz viele Fragen schon geklärt, wenn ihr neugierig seid. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.